So komme ich jetzt nicht da hoch. Nein, ich habe nicht mit dem Spacken geschrieben vor allem. Mach die Tür auf. Oh, jetzt müssen wir nochmal komplett außen rumlaufen, ey. Da mache ich jetzt, glaube ich, direkt den Bentley. Weil da kommen wir jetzt nochmal dran vorbei. Bäh. Oh nein, oh nein. Schön ist auch, dass man hier anhalten kann auf dem Eis. Was es im zweiten Teil noch nicht gab. Da hat man immer Vollgas gegeben. Ich will das nicht tun, ey. Ah, Spyro. Ich habe gerade von meinem kleinen Bruder gehört. Er scheint Ärger mit einem Yeti zu haben. Dieser dämliche Yeti hat meinen Ball geklaut. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn mir wiedergeben soll, sonst würdest du ihm den Hintern versohlen. Aber er will nicht hören. Und der Yeti ist aus dem zweiten Teil von... Oh, mir fällt das der Levelname nicht ein. Mit den kleinen dicken Mönchen. Mir fällt der Name gerade nicht an. Auf jeden Fall, hier gibt es einen Körnerpunkt und zwar dürfen wir, glaube ich, nicht sterben. Ach, ja. Ich wusste, du würdest es machen. Zeig ihm, dass er sich nicht mit uns anlegen soll. Denk dran, seine hohen Schläge abzublocken und triff ihn unten, wenn er blockt. Okay, Quadrat für eine schnelle Gerade. X-Taste für... einen Körperschlag, Kreistaste für den großen Hakenschlag, benutze Dreiecktaste, um hohe Schläge zu blocken, schätze ich mal. Das hat nicht mehr in den Kasten reingepasst. Kann man Dreieck drücken? Ja. Kannst gerne weitergehen, ey. Mann! Okay, gestorben bin ich noch nicht. Du hast es ihm aber gezeigt. Ey, warte mal, das ist nicht mein Ball. Durfte man nicht sterben oder musste man den im ersten Dings umbringen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt ein bisschen Energie zurück. Du solltest zurückgehen und ihm den Hintern versohlen. Bring ihn dazu, mir meinen Ball wiederzugeben. Die Fresse. Diesmal ist es ein Spiel über 3 Runden. Und wenn du gewinnst, lass dich nicht einfach mit einem dummen Ei abspeisen. Okay, jetzt kommt das, glaube ich, erst. Mann! Puh.
2 Runden. Du machst das toll. Die Steuerung ist auch so kacke, ne? Klingt das was, wenn ich Quadrat zuspamme? Nee. Boah, ist das kacke, ey. Ich hasse das. Dies ist die letzte Runde. Mach ihn fertig. Ich bin noch nicht gestorben. Mann, ich drücke mal die falsche Dreckstaste, Mann. Wer legt denn das Blocken auf Dreieck? Du bist ja ein schöner Freund. Ich werde meinen Ball nie wiedersehen, oder? Ja. Diesmal ist es ein Spiel über 3 Runden. Und wenn du gewinnst, lass dich nicht einfach mit einem dummen Ei abspeisen. Oh, ich muss ihn wirklich in der ersten Runde töten. Mann, schon wieder... Ich hasse das Spiel. Nur noch 2 Runden. Du machst das. Mach das toll. Mann, der braucht immer so dreckslang, um zu schlagen, ey. Was ist denn da so schwer dran? Ah, ficken, ey. Ich werde das jetzt rausschneiden und dann kriegt ihr den Versuch. Halt die Fresse, du dummer Spackio. Spackio. Dann kriegt ihr den Versuch, wo es dann klappt, weil das ist echt... Ich hasse das. Das ist echt mit das verkrüppelste Dreckslevel des ganzen Spiels.
Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Rico. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt, und zwar, wir müssen den Typen in 2 Runden besiegen. Das werde ich jetzt auch noch machen. Yay! Da habe ich ja so eine Lust drauf. Aber da werde ich euch auch dann direkt den passenden... das passende Stück dann schneiden, damit ihr euch das jetzt nicht antun müsst. Was? Oh, ich habe meinen Ball gefunden. Ich hatte vergessen, dass ich ihn gestern Eugen geliehen hatte. Macht nichts, oder? Jetzt müssen wir gleich nochmal in das Level rein, ey, Mann. Das liebe ich ja. Moment. Erstmal mit ihm hier quatschen. Ah, danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm doch das hier. Die Rhinoxe wollten es mit einem Laser braten, aber du hast sie gerade noch rechtzeitig aufgehalten. Jana. So. Und jetzt, ach komm, wir sind gerade hier. Dann machen wir das hier auch noch. Ich habe einen Rhinox zu einer Party traditionellem Katzenhockey herausgefordert, aber ich habe mir beim Training die Flossen verstaucht. Würdest du für mich spielen? Natürlich. Super. Frier die Katzen ein und schieb sie in mein Tor, um Punkte zu machen. Schieb die vorne Katzen in das blaue Tor. Der erste mit 3 Katzen gewinnt. Oder 5. 5. Ich muss niesen. Eieiei. Eieiei. Super. Gut gemacht. Du verdienst es, den Meisterpokal zu behalten. Behalten. Baa. Ein Schaf. Es soll lieber das Schaf bleiben. Ich mag das Schaf. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob es hier noch eine gibt. Abendseewelten. Frostaltar. Kleite. Nee, gut. Dann können wir hier direkt wieder rausgehen. So, tschüss. Es ging sehr schnell. Ich dachte, ich würde was länger brauchen dafür. Huch. So. Dann müssen wir wohl darüber. Darüber, wo ich dachte, man könnte nicht rüber. Das ging doch aber so, oder nicht?
Von hier aus mal nett. Sieht man mal, wie schlecht ich das Spiel in Erinnerung habe. Dass ich nicht mehr weiß, wie das hier geht. So rüber gleiten können wir aber auch nicht, ne? Das ist zu weit weg. Tja. Wie ging das? Ich muss mich immer da oben hinstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von da oben ging. Dann muss ich mich mal da oben hinstellen und mal gucken, was es noch so für Wege gibt. Wir müssen auf jeden Fall da vorne hin. Das ist schon mal klar. Weiter nach oben geht's hier nicht. Nee, da kommen wir so nicht hin. Oh Mann, habe ich gerade einen Hals, ey. Erstens das mit dem Hurenficker Bentley und jetzt auch noch hier der Kack. So von hier? Komisch dahin. Vielleicht mit einem Gegner. Aber ich habe keinen Gegner mehr. Dafür, wir verlassen jetzt mal das Level. Und gehen dann wieder rein. Müssen wir sowieso machen, wegen Hurenficker Bentley. Oh, Mann, ich hasse dieses Dreckslevel. Es gibt so viele Level in diesem Spiel, die ich hasse. Ist unfassbar. Und genau deswegen ist das auch nicht mein Lieblingsteil. Mein Lieblingsteil ist nämlich der zweite. Da sind nämlich fast alle Level geil. G-E-I-L. Auch gerne G-E-I-E-L. Geil. So, da unten stand so ein Typi. Leckt mich alle. Ausgetrickst. So. Aber der gute Mann. Doch, das könnte passen. Oh, ich bin so gut. Ob man das so machen soll? Das
So, jetzt können wir auch. Frage, ist der noch da? Ja, der ist noch da. Trotzdem sammle ich jetzt erstmal alles hier oben ein. Hol mir dann das Ei. Geh dann nochmal da hoch, um dann nach links zu fliegen und meine restlichen Edelsteine zu holen. Cecil! Ja, hol du mal. So. Alle Eier hätten wir schon mal. Ich gehe einfach nach ganz oben, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass wir da rüberkommen. Okay. Dann wäre das schon mal erledigt. Ist die Frage, ob das wirklich so geplant war. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder rausschneiden. Wenn wir das jetzt so machen können, das wäre nämlich doof, wenn ich... Dieser dämliche Yeti hat mein... Okay. Ich werde rausschneiden und ihr seht dann den finalen Versuch.